Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Merlot. Genau, wir sind mit unseren Oldtimern wieder unterwegs. Ich stehe hier im Halbdunkel, weil es ist fast dunkel. Und unser Punkt an der Geschichte ist, wir hatten kein Wasser. Genau, das war der ganze Trick. Deswegen habe ich jetzt eine neue Mod. Dessen Link findet ihr auch in der Beschreibung der allerersten Folge, weil immer, wenn ich neue Mods dazu nehme, landen diese eben da. Da findet ihr auch die Links und ich würde sagen, wir gucken uns die Mod einfach mal an. Unter Dekoration findet ihr das. Da seht ihr das gute Stück. Brunnen und Wasser könnt ihr. Wir nehmen einfach dieses gute, alte, klapprig aussehende. So, dann gucken wir mal, wo stellen wir es denn hin? Hier ist eine Mülltonne. Ich würde sagen, hier nehmen wir Mülltonne. Da steht das auch gar nicht mehr so verkehrt. Da, nicht weil es Müll ist, sondern weil wir da dann den Platz haben. So. Da stellen wir es jetzt ganz normal hin. Ich mache mal eine Taschenlampe an. Und ihr seht hier, da ist jetzt unser Wasserbehälter, ne? Da ist der Anschluss dran. Und ja, der wird dann immer von Geistern wieder aufgefüllt. Das ist der ganze Trick. Da müssen wir mal gucken, wie weit sind unsere Felder denn jetzt überhaupt? So, hier müssten wir mal eine Runde weitermachen. Und der Kollege ist auch bald fertig. Der Punkt ist, es geht um das Düngen. Wir müssen nämlich auch jemanden dazu bringen, den Party mal nachzudüngen. So, der muss auf jeden Fall sehen, dass er hier weiter grubbert. Den habe ich wohl gestoppt mitten in seiner Fahrt. Keine Sorge, ich werde euch jetzt hier nicht alles bis ins Haarklein im Dunkeln zu Ende gucken lassen. Ich wollte nur die Tierversorgung noch mit euch zusammen machen. Das ist also, glaube ich, eine gute Idee. Dass wir nochmal gucken, wie wir das dann zusammen bewerkstelligen. Den Hof ist ja auch ein bisschen Licht. Und die Jungs, wir können ja in der Zeit weiterarbeiten. Ne? So. Hier ist die Sämaschine. Da machen wir auch mal Licht an. Und da sehen wir, die ist eigentlich auch noch nicht fertig. Die Klappe ist überhaupt nicht zu. Das kommt auch noch dazu. Deswegen wenden wir mal mit ihm hier, ohne irgendwo gegenzufahren. Das verknappt bis keine Kollision, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall seht ihr, haben wir hier nochmal einen Streifen, wo wir hin müssen. So. So sollte es gehen. Hilfe an. Und hält es anscheinend noch nicht für dunkel genug, um Licht anzumachen. Sehr mutig. Ah, da unten hat er Licht an. So ein bisschen hat er. So, dunkle Alternative. Der Kollege muss jetzt natürlich nach Hause. Den geben wir jetzt natürlich auch erstmal Licht. Weil der muss natürlich jetzt mal gucken, ob er an der neuen Wasserstation auch Wasser kriegen kann. Das ist schon der ganze Trick. Und dann bringen wir das Wasser zu den Tieren und dann haben die, na, keine perfekte Versorgung, weil wir kein Gras haben, aber immerhin schon mal was. Ne? Das heißt, eine theoretische Produktion von irgendwie was sollte starten. So, das müsste dann hier die Einfahrt sein und dann gleich hier links um die Ecke. Ich hoffe, ich habe den jetzt so rum hingestellt, dass man den Wassertrigger auch benutzen kann. Nicht, wenn man natürlich gegen einen anderen Traktor fährt. Aber es füllt sich sehr schön. Es gibt Wasser. Die Stallungen sind ja noch offen, also die befahrbare Seite ist offen, die Tierseite ist natürlich geschlossen, damit sie nicht abhauen. Und wir haben jetzt erstmal 2000 Liter Wasser. Da werden wir nicht weit mitkommen. Also Wasserversorgung wird schon mal so ein Punkt sein, der bei uns hier noch ein bisschen Arbeit intus hat, sozusagen. So, und ist, glaube ich, auch einfacher von der anderen Seite reinzufahren. Aber wir gucken einfach mal. So, Wasser dürfte jetzt der hintere Bereich sein. Ne, irgendwas mampfen oder futtern die hier schon. Und hier hinten ist nochmal ein Trigger beim Rausfahren und das müsste unser Wasser sein. Ja, da sehen wir es auch schon. Und Wasser raus. So einfach ist es. Und dann können wir nicht bei den Tieren mal gucken, wie es da aussieht. Und wir sollten eindeutig unseren Düngekollegen dann wieder auf den Laufenden bringen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal da drin stehen. Und da ist der Kollege mit dem Dünger. Das ist auch nicht super viel Dünger, was er hier hat. Deswegen werde ich den erstmal auffüllen gehen.
ist auch so eine Nacht- und Nebelaktion hier für uns. So, Saatgut ist das erste und Kalk, glaube ich, das letzte. Da müsste Dünger hier in der Mitte sein. Und da gibt es auch Dünger. Ja, der kostet natürlich jetzt mal kurz 2.000, ne? Wenn man nur 30.000 auf dem Konto hat, ist das natürlich dann nicht mehr so super viel, ne? So, dann fahren wir mal hier durch. Ich möchte es natürlich jetzt einmal richtig machen. Deswegen werden wir jetzt hier rechts irgendwo reinbiegen müssen. Hier. Und sollten dieses Feld, das jetzt schon gegrubbert ist, ein abermals düngen. Damit fange ich aber hier hinten an. Das ist auch ein Feldweg, da macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Und dann kann ich dann die Sämaschine dann daran setzen. Ne? So, ich mache das hier mal an. Da wird gedüngt. Das ist einmal das Vorgewende hier am Ende sozusagen. Und dann lasse ich ihn hier mal ansetzen. Hier so ungefähr müsste stimmen. Ja. Und schon ist er dabei und düngt das hier. Natürlich haben wir jetzt den Punkt, dass wir erstmal gucken müssen, wie wir mit den Wänden und sowas hier klarkommen. Das machen wir jetzt auch, weil die Tiere haben ja das, was wir haben, erstmal gekriegt. Deswegen sollten wir uns jetzt hier keinen Stress darum machen müssen. So, hier mache ich den Part jetzt auch aus und wende freiwillig. Das mache ich nämlich dann lieber hier. So, dann lasse ich ihn von hier nochmal fahren. So. Ja, ich weiß, er überlappt jetzt ziemlich viel. Und dann kann ich die Sämaschine da vorne auch gleich ansetzen. Das macht dann Sinn. So, hier hat man den Streifen vorweg gemacht. Ah, da ist der Unterschied, glaube ich. Ja, ich sag ja, im Dunkeln ist das alles nicht mehr schön, ne? Das muss man so sagen, wie es ist. Im Dunkeln hört der Spaß auf. So, er düngt auf jeden Fall. Er grubbert auf jeden Fall. Und er sollte auf jeden Fall eine Runde sehen. So sieht das Ganze aus. An. So, Helfer wird blockiert. Durch sich selber wird das natürlich blockiert. Dann ist von allein auch ausgegangen, ist auch was Schönes. Aber hier sehe ich wenigstens, wo halbwegs wo er gewesen ist. Nämlich hier hat er noch einen schmalen Streifen gemacht. Und war sich dann im Weg sozusagen. Das ist jetzt doof, aber ich lasse ihn jetzt mal von dieser Seite anfangen, weil ich echt durch ein Objekt blockiert. Warum fährt er jetzt schräg rüber? So komplett die, ist die Waffe gefroren bei dir? Hier ist der gedüngte Streifen. Doch, das ist der gedüngte Streifen. Also ich jetzt hier relativ eng drehen. So.
werde hier nochmal ansetzen lassen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so bescheiden aussieht, aber ihr seht, es funktioniert einigermaßen. Die Sämaschine läuft auch. Der Grubber grubbert das Ganze hier. Da seht ihr, ne? Das ist auf jeden Fall dann schon mal gegrubbert und vorbereitet. Aber wir müssen auf jeden Fall noch beides düngen. So, wendet er jetzt hier von alleine oder kriegt das nicht hin? Er kriegt es nicht richtig hin, aber versucht schon wieder rückwärts zu fahren. Rückwärts fahren ist grundsätzlich falsch. Das weiß er aber so. Es kann auch sein, dass ich jetzt mit sehr viel Überlappung hier dünge, aber ich... Ja, okay. Das war das Stück, wo er quer gefahren war. Dann düngen wir den Spaß hier noch einmal selber zu Ende. Helfer hat es erfolgreich beendet. Das ist noch die Meldung von ihm hier gewesen. Ne? So. Und dann fahren wir einfach nochmal den Streifen wieder zurück. Und dann müssen wir mal gucken, dann sollten wir eigentlich das Feld gedüngt haben. Ich hoffe, das ist ihm dann auch so. So, das aus. Ja, dem ist auch so. Jetzt fahre ich nicht rüber zu dem Kollegen, der drüben schwer am Arbeiten war. Sondern jetzt fahre ich hier rüber zu diesem Feld. Das ist jetzt zwar schon gesät, aber es ändert leider nichts daran, dass das zweite Mal Düngen hier fehlt. Und hier sehe ich das dann hoffentlich im Dunkeln ein bisschen besser. Aber gemacht werden muss das leider auch. Ne, seht ihr, da kommt jetzt nämlich erst die zweite Düngung. Er muss das hier noch zu Ende grubbern, dann haben wir es. Er ist hier am Sehen und er muss auch das Feld noch sehen. Und er muss das noch düngen und das noch düngen. So sieht das Ganze dann aus. So, Tiergeschichte, genau. Da sind wir ja schon mal halbwegs noch. Wasser, Strohversorgung ist grundsätzlich da, Mischration nicht. Es gibt nur Heu und Dings, Silage, Mischration. Wenn die drin sind, dann ist das hier unten egal, weil die wollen einfach nur Mischration haben. Und das ist das, was wir dann eindeutig machen müssen. Aber die Produktivität ist immerhin schon mal 79%. Wir haben noch keinen Liter Milch, aber schon mal 72 Liter Mist produziert. Und Mist ist ja auch was, was wir haben wollen. Deswegen ist das eigentlich alles ganz okay. Was wir von der Menge her auf jeden Fall machen müssen, ist nochmal Wasser nachholen. Und rein weg von der Einfahrtsituation hier sieht das mehr aus, als wenn wir andersrum fahren sollten. Das sollte dann ein flüssiger Weg werden. Deswegen fahre ich jetzt einmal hier rum, wende, hole das Wasser von der anderen Seite, hoffe, dass das auch funktioniert. Und dann ziehen wir einmal rum sozusagen. Und probieren wir hier nochmal einen Durchlauf. So, hier ran, da läuft das Wasser, das funktioniert schon mal gut. Ja, die Menge mit 2000 Liter ist natürlich kein so ein Traum, ne? Da muss man echt mal gucken, was wir noch für Alternativen haben. Ich hatte noch eine Mod von der Zeit, ich hatte 10.000 Liter insgesamt, das waren im Prinzip etwas dicker, kürzere und dann zwei Stück auf einem Gestell von diesen hier so ungefähr. Da muss man mal gucken. So super ist das von hier auch nicht mit dem Anfahren, sehe ich gerade. Ja, selbst mit einem guten Bogen ist es hier schwierig. Die Ein- und Auffahrten sind hier nicht so super toll. Er will auf jeden Fall schon mal das Wasser hier haben, das ist schon mal gut. Das Wasser abladen geht auch mit am fixesten. Aber ihr seht selber auf die Wassermenge, wir haben jetzt vielleicht 10-15% da drin, ne? Wenn wir dann nachher das Fünffache oder sowas an Kühe haben, dann ja, werden wir auf jeden Fall die Tankgröße wechseln. Da steht schon mal fest. So.
Wow, und hier rausfahren kann man auch nicht einfach so. Also es ist schon ein enger Hof in einigen Bereichen. Sonst grundsätzlich eigentlich ist er vom Platz her mehr als ausreichend, aber einige Wendungen und Drehungen sind ja, ne, nicht so super gut. So, wir gucken noch mal. Ja, hatte ich doch richtig geraten. Der freundliche Kollege hier, der kriegt seine eigene Kurve nicht geregelt. So, das muss ich mal gucken. Aha, er hat das Ende hier nicht mal gemacht. Das ist noch besser. So. Da haben wir wenigstens den Rest jetzt eben nachgedüngt, ne? Besser ist das. So, wie weit war er denn jetzt? Bis da so ungefähr. Dann schmeiß mal an, überlappen ein bisschen, dann kommt hier eine Lücke da noch mit zu. Und in eine Richtung konnte er doch drehen. Oder hätte ich ihn auf der anderen Seite ansetzen müssen, wahrscheinlich, dass er dann eine andere Drehwinkel hat. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen uns mal überraschen. Überraschen ist schön. Überraschen lassen wir uns natürlich. Müssen wir nur sehen, dass das Ganze hier einigermaßen zügig geht, dass er dem dann nicht im Weg ist und umgekehrt. Ich hätte ihm Vorgewende geben sollen, oder sagt ihr? Nein, hör auf, warum fährst du nicht einfach vorwärts? Ich begreife nicht, dass der nicht einfach vorwärts fährt dann. Er spricht das einfach nicht geregelt, ne? Sehr ärgerlich. Ich hätte nur weiter vorwärts fahren müssen. Kein Mensch hat gesagt, er soll wenden oder sowas. So, okay. Da war mal Soja, deswegen wird es noch weggemacht. Da ist jetzt schon wieder Soja. Das ist der ganze Trick. So sieht das aus. So, wir waren bei der Tierversorgung. Motor starten, okay. Das sieht jetzt komisch aus, was ich hier mache, aber ich probiere es einfach mal, ob es Sinn macht, den Bogen hier zu fahren. Und dann, ja, den Kuhstall hier in einem anderen Winkel anzufahren, wie ihr seht, kriegt man so hier ne, schon mal eine Wendeproblemgeschichte hier raus. Wir hauen hier nochmal Wasser rein. Gucken nochmal bei den Kühen. Jetzt haben wir so viel Stroh wie Wasser drin, das ist erstmal okay. Wir müssen ja erstmal nur sehen, dass sie über Nacht kommen. Ne? Das ist ja, der Balken, wenn der voll ist, ist der für 100% für 10 Tage. Ne? Also wenn er dann absackt und hier ist, also das sollten jetzt schon mal so 2 Tage eigentlich sein. Normal können wir sie damit versorgen. Das ist natürlich jetzt noch nicht so wirklich. Die warten jetzt auf die Mischration, aber ihr seht durch die Zeit, die vergeht, wir haben jetzt schon Gülle, wir haben Mist. Und wir haben auch Milch schon dementsprechend produziert. Ist also nicht, dass jetzt nichts kommt. Nur die Versorgung könnte optimaler sein und es hätte 20% mehr sein können oder 21. So, kriege ich jetzt hier das geregelt, wenn ich früher drehe. Ja, auch das geht. Okay. Es ist ein bisschen hin und her gefahren, aber ist nicht, dass es nicht geht. So, wir gucken jetzt noch mal in der Garage bei unserer Futtermischgeschichte, wie viel Liter da reingehen und was für ein Verhältnis wir das denn da machen müssen, wenn da überhaupt ein Verhältnis beisteht. So, da, das ist er. War noch nie im Betrieb, braucht 80 PS, das ist kein Problem, das sollten wir hinkriegen. Nämlich mit dem Hanomag sollten wir das Ganze bewegt kriegen dann oder aktiviert kriegen. Und es gehen 12.000 Liter rein. Normalerweise ist das Verhältnis gesehen bei Ballengeschichten oder sowas, wenn man das in der Richtung macht, ist es immer 3 Ballen sind, glaube ich, Silage. Ne, 5 Ballen Silage, 2 Ballen Stroh und 3 Ballen Heu oder sowas in der Verhältnismäßigkeit. Also die Hälfte der Menge sollte dann wohl Silage sein und dann wären wir bei 6.000 Liter so ungefähr.
Ne? Und das andere müssten wir dementsprechend aufteilen in 3600 und in 2400 Liter. Die 2400 Liter würde ich mir ganz einfach machen. Wir würden also 6000, also werden 6 Schaufeln reinschmeißen mit Silage. Wir würden, wir haben 500 Liter Ballen, wir würden 5 Ballen reinwerfen und dann würden wir den Rest einfach stumpf mit Stroh voll machen über unser Lagersystem. Das ist der Gedanke. Ich glaube, das könnte man auch mal in die Wege leiten. Vielleicht kriegen wir das ja dementsprechend geregelt. Ich bin schon wieder falsch gefahren. Ich hätte die Ausfahrt nehmen sollen. Gucken, ob ich hier ein Wendemanöver irgendeiner Art hinkriege. Wahrscheinlich nicht, weil ich den Kollegen da im Weg gestellt habe. Ne, geht. Ich kann also hier nochmal anfahren. Die Ladung machen wir hier mal noch rein. Und dann gucken wir mal wegen der Futtermischgeschichte. Ein Punkt ist, dass momentan der Traktor mit den passenden PS-Zahlen gerade am Grund ist. Ne? Aber da ist er damit durch gleich und dann gucken wir mal. So, hier bin ich mir genau richtig gefahren. Es ist nie verkehrt, da schon mal wieder hinzufahren und Wasser volllaufen zu lassen. Das sollte also kein Problem sein. So. Und füllen. Sehr schön. Und gucken, wie es aussieht. Der kriegt nichts hin. Die Garantie haben wir schon mal. Und die haben übrigens keine Kollision, wie ich jetzt gerade festgestellt hätte. Das hätte mich schon mein Traktor kaputt. Ich weiß jetzt nicht, wo oder wie er hier gedüngt hat. Irgendwie sieht das alles nur so halb gedüngt aus. Ich bin mir nicht so sicher. Wir gucken lieber nochmal über die Karte. Gehen wir lieber auf. Das ist angesät. Das ist gedüngt. Also wir haben auf jeden Fall alles gedüngt. Aber ich glaube, wir haben ziemlich viel überlappt, wenn ich ehrlich bin. Und Grubbern ist bald durch. Also wenn er mit Grubbern fertig ist, dann werde ich auf die Tierversorgung nochmal eingehen. Das kann aber auch genauso gut sein, dass man das erst am nächsten Morgen macht. So einfach ist das Ganze. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, was ich nämlich vergessen hatte, ist das Pflanzenwachstum ausschalten. Das ist schon mal wichtig. Das speichere ich jetzt auch nochmal, dass nicht schon ein Feld anfängt zu wachsen. Ne? Das soll ich mich ja logischerweise nicht. Wir haben ja eigentlich, hoffe ich, jetzt auch noch alle Felder. Ja, alle Felder sind noch in der gleichen Phase. Ne, weil wir wollen ja alle gleichzeitig ernten können. In einen Rutsch und nicht irgendwie 6 Stunden warten auf das letzte. So, aber für heute sind wir erstmal durch mit der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, beim nächsten Mal werde ich ein Stückchen weiter sein. Dann werde ich mir ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann schauen wir einfach mal. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne einen passenden Daumen oder ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.